Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute werde ich mal da hinten diese Drechselbank mobil machen. Da werde ich dir heute zeigen, wie ich mir ein ganz einfaches Gestell baue, damit man so eine schwere Maschine ganz easy durch die Werkstatt rollen kann, sie aber auch trotzdem noch stabil ist, wenn man sie denn dann noch benutzen möchte. Ein paar Gründe, warum ich die Maschine hier mobil machen möchte. Punkt Nummer 1. Ich ziehe die für jedes Drechselvideo richtig blöde über den Boden und das ist echt nervig. Das heißt, wenn man mal schnell an die Maschine möchte, so von der Wand wegnehmen möchte, um mal fix was zu drechseln, dann funktioniert das nicht so schön, weil keine Rollen drunter sind und so zerre ich das Teil immer über den Boden. Punkt Nummer 2. Für die meisten Arbeiten braucht man gar nicht so viel Platz. Das bedeutet, man kann die Maschine ganz an die Wand schieben. Wenn man dann aber den Kopf dreht, das ist bei der Maschine hier möglich, dann seht ihr schon, dass man theoretisch mehr Platz zur Wand bräuchte. Das bedeutet, man kann die Maschine so hinstellen, dass man alles an ihr machen kann, dann steht sie aber relativ tief im Raum. Das ist nicht so notwendig, weil für die meisten Arbeiten brauche ich das nicht. Deswegen wäre es schön, wenn ich dann mal was Großes drechsel, dass ich sie dann halt eben von der Wand wegziehe und ich mir sonst hier den ganzen Raum hier ein bisschen besser frei halten kann. Das sind nur ein paar Punkte, warum ich diese Maschine mobil mache. Wie ich das Ganze löse, werde ich dir im heutigen Video zeigen. Aber als erstes werde ich jetzt ein bisschen Material zuschneiden und dafür gehen wir in die Metallecke. Viel Spaß! Alles zugeschnitten, jetzt wird als erstes gepunktet und dann können wir die Bahn durchziehen. Es sind eigentlich gar nicht so viele Teile. Das hier ist erstmal alles. Erstmal ausrichten. Das Teil kommt hierher. Das Teil kommt hierher. Und dann noch hier die Stabilisation, damit es nicht rumknatscht. Ich weiß mittlerweile so ein bisschen anders. Ich habe mir jetzt die letzten paar Projekte angewöhnt, dass ich erst alles durchpunkte und da gar nicht den Helm anziehe und dann den Helm anziehe und dann konzentriert alles durchziehe. Das macht es so viel schneller. Vielleicht ist jemand von euch der Schweißer. Da könnt ihr mal hier in die Kommentare schreiben, wie ihr es macht. Ob ihr es auch einmal punktet, diesen hier, und dann halt einmal durchschweißt. Ja, punkten. Ich nehme jetzt hier für die Quertraverse jetzt einfach meinen Winkel als Distanzstück und schaue einfach, dass dieser Abstand hier auf beiden Seiten gleich ist. Da muss ich nicht viel messen und es geht ein gutes Stück einfacher. Wonderful! Eigentlich wollte ich die Stabilisationsschrauben auch an diese Schenkel da dran schweißen, aber ich werde euch später zeigen, was mir da aufgefallen ist. Jetzt muss ich die Drechselbank hochheben, denn ich kann mal diese Teile an die Maschine dran schrauben. Dafür werde ich den Hochhubwagen nehmen, werde das Ding hochbocken und werde passend alles drunter schrauben. Gut heiß. Ich muss jetzt da drunter fahren und da muss man ein bisschen aufpassen, denn hier ist ein Kabel. So. Nice. Very nice. Ein bisschen kehren kann auch mal nicht schaden. Das Coole ist, wenn ihr euch jetzt vorstellt, die Maschine ist später so auf Rollen, dass ich sie so wegrollen kann, wie gut man dann da einfach sauber machen kann. Ein Feature, was wahrscheinlich nicht so schnell benutzt wird. Ich werde aber mit jeder Aufnahme, kenne ich immer verbatschter und verklatschter.
Kurze Erklärung, ich werde jetzt doch als mal hier diese Rollbeine drunter schrauben, denn ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass die tatsächlich unterdimensioniert sind. Ich werde sie jetzt einmal mal dran knallen und dann mal sehen, ob das stabil genug ist oder ob wir hier noch irgendwie 10er Flachstahl drauf brutzeln müssen. Die eine Seite ist schon drauf, bei der anderen Seite nehme ich euch jetzt noch mit. So sieht es jetzt nämlich als mal aus und da musst du jetzt noch ein bisschen was drunter. Der große Moment. Hat das alles für die Katz? Oder für den Arsch? Solange es rollt, hat es nicht einmal so viel zu bedeuten, dass das gut ist. Wie rollt es dann? Es rollt mal. Schluss für heute. Ich fahre jetzt heim. Neuer Tag, neues Glück. Jetzt geht's mit dem Projekt weiter. Rollen tut die Drechselbank ja eigentlich ganz gut und das, was ich vorhabe, also die Strecken, die ich damit zurücklegen will, ist das auch vollkommen okay. Aber wenn ich jetzt mal was Großes drechsel, was auch wirklich unwuchtig ist, dann ist das hier, glaube ich, nicht so gut, weil dann kann das wahrscheinlich sich so eine Schwingung versetzen und das ist nicht gut beim Drechseln, das muss ja natürlich stabil stehen. Ich habe ein paar Pläne, wie ich das Ganze stabilisieren möchte. Der erste Plan war, dass hier ein Stück Flachstahl hinkommt und dann hier ein Gewinde mit einer Schraube, aber dann würde ich diese zwei Punkte, wo die Maschine draufsteht, zu weit nach innen bringen. Deswegen kommt das Ganze jetzt hier so seitlich mit einem Winkelstück hier unten, mit einer langen Stange, dass man das dann hier auf die Schrauben draufstellt. Und das werden wir jetzt schnell umsetzen. Der spannende Moment ist gekommen. Wird das Ganze am Schluss funktionieren? Ich bin gespannt. Jetzt rauchen wir erstmal alles dran. Oh, ist falsch rum. Falsch rum! Also das richtig Wichtige hier ist auf jeden Fall, dass diese Teile hier 90 Grad zu diesem Bein hier haben. Denn wenn die schräg sind,
dann bleiben eure Rollen immer schief liegen und dann rollt das hier nicht gut. Das ist mit am wichtigsten. Und welch Wunder, ich kann jetzt hier richtig gut sauber machen. Ich finde, es gibt einen Punkt bei mobilen Gestellen, gerade bei schweren Maschinen, der sehr entscheidend ist. Und zwar ist das die Stabilität. Man kann so ein Gestell so bauen, dass man die Maschine komplett auf Rollen benutzt. So ist es auch bei meinem Anleimer. Da blockiert man gar nichts. Das Teil steht einfach immer auf den Rollen. Alles gut und schön. Man kann das Ganze so bauen. Da muss man aber noch massiver bauen, als wie ich es jetzt getan habe. Es gibt aber einen Trick und den habe ich hier mit eingebaut. Und zwar ist es einfach, die Maschine von den Rollen runterzunehmen, wenn man das Ganze dorthin geschoben hat, wie man es will. Ein entscheidender Störfaktor ist hier auf jeden Fall diese Rolle hier unten drunter. Das ist jetzt eine günstigere Rolle. Je besser die sind, desto weniger schlimm ist das natürlich. Aber so mit diesen günstigeren Rollen haben wir jetzt halt einfach so ein bisschen Spiel in den Rollen. Deswegen wollen wir, wenn wir die Maschine richtig stabil stehen haben wollen, diese Rollen hier weg haben. Und dafür ist halt eben hier diese Gewindestange. Damit können wir quasi unsere Rolle, die instabil ist, umgehen und können die Maschine auf dieses stabile Stück Metall quasi stellen. Die Maschine steht jetzt auf den vier Gewindestäben und ich kann keinen Unterschied feststellen. Also es ist wirklich sehr, sehr fest. Übrigens, ich habe noch die Muttern auf diese langen Gewindestäbe drauf gemacht, weil man in den Gewinden so ein bisschen Spiel hatte, gerade mit diesen langen 10er Gewinden. Und deswegen habe ich die Mutter drauf gemacht. Falls da zu viel Spiel drin wäre, könnte man das noch einmal kontern. Haha. Und dann wäre das Ganze noch stabiler. Aber so stabil, wie es jetzt ist, ihr seht es ja, ich kippe eher die ganze Drechselbank rum und von daher ist das stabil genug. Aber noch ein Vorteil. Heute nur Vorteile, gar keine Nachteile. Der Nachteil war nur die Arbeit und ich denke, das ist überschaubar. Der nächste Vorteil ist auch bei dieser Konstruktion, dass wir die Arbeitshöhe nicht verändern. Speziell bei so einer Drechselbank ist das natürlich wichtig. Die ist so hoch, dass man halt eben nicht die Arme zu weit nach oben packen muss oder zu weit nach unten. Je höher das Gestell die Maschine macht, desto unergonomischer wird es halt an der Drechselbank zu arbeiten. Das ist bei vielen Maschinen ähnlich, aber gerade beim Drechseln, wo man viele Stunden dran steht, ist es schon nicht unentscheidend. Das ist das richtige Wort. Dir hat dieses Video gefallen? Da würde ich mich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnieren würdest, denn in Zukunft kommen noch einige Projekte, in denen ich halt eben meine Maschinen verbessere oder auch mit den Maschinen was herstelle. Wie zum Beispiel hier so eine schöne Holzkugel. Da werde ich mir bald auch noch eine Maschine herstellen, damit man da noch geile Kugeln mit drechseln kann. Und ansonsten soll es mit dem Video für heute gewesen sein. Ich wünsche dir einen ganz tollen Tag, wie jedes Mal, und sag bis zum nächsten Video. Tschüss und bis bald. Und es ist noch ein Video, aber kannst du abonnieren, wenn du willst. Muss aber nicht, wie du Bock hast. Tschüssi.